Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Ollis Radioshow hier auf O1, Ihrem Lokalsender für Oldenburg und umzu. Heute zu Gast Dieter Bodensky. Der ehemalige Nationalspieler organisiert heute Events und Turniere rund um den Fußball, so zum Beispiel auch den EWE Wintercup am kommenden Sonntag in der EWE Arena. Das alles und wie immer noch viel, viel mehr erwartet Sie in den nächsten rund 55 Minuten. Mein Name ist Oliver Rosenthal und ich bin verantwortlich für diese Sendung. Am Sonntag, den 8. März, findet das große Finale des Fußball-Wintercups in der EWE Arena statt. Am Telefon begrüße ich jetzt den ehemaligen Nationalspieler Dieter Bodensky. Herr Bodensky, was ist eigentlich der EWE Wintercup? Das ist der Endcup. Wir haben 4 Vorturniere gespielt in der EWE Region und aus diesen Vorturnieren, aus den 4, sind jetzt 16 Mannschaften übergeblieben, die am 8. März in der EWE Arena das Endturnier der E-Jugendmannschaften durchführen. Was heißt das genau, E-Jugend? Wie alt sind die Kinder? Die sind zwischen 8 und 10 Jahren, meistens so um zwischen 9 und 10 sind die meisten. Und das sind, wie gesagt, Mannschaften, die ausgesucht worden sind, die haben sich beworben dafür und das ist ein Turnier, wo jetzt praktisch die besten Mannschaften dort in der EWE Arena dort dann das Endturnier ausspielen werden. Kann man in dem Alter eigentlich schon Talente erkennen oder ist das noch zu früh? Das ist eigentlich der Beginn, wo man das erkennen kann. Das ist so die Stufe, wo ich sage immer, da sieht man schon talentiert mit dem Ball umgehen. Das sind so in den Genen gelegte Möglichkeiten, die man also dann da schon erkennen kann, ob es ein Talent ist oder nicht. Das kann man schon sehr, sehr gut erkennen. Und wir haben in dieser Richtung auch schon sehr, sehr viele Talente gesehen. Und ich denke schon, was nachher da rauskommt, das kann man nicht sagen in dem Alter. Aber da sind so viele gute Talente da, dass mir im deutschen Fußball eigentlich nie bang ist. Was können denn Eltern tun, die glauben, ein talentiertes Kind zu haben? Wie kann man das richtig dann fördern? Ja, die Eltern sind natürlich gerade in dem Alter unwahrscheinlich wichtig. Unterstützend, man sieht ja auch, dass die Eltern unwahrscheinlich oft dabei sind bei den Spielen, dass sie ihr Kind unterstützen mit ihrer Anwesenheit. Und ich bin ja selbst dort in diesem Alter auch erstmal in den Verein gegangen und ich weiß, wie wichtig gerade die Eltern sind für die Kinder. Aber sie sollten eins nicht machen, sie sollten den Ehrgeiz nicht größer machen, wie das Kind ist immer der wichtigste Person dabei und die sollten sie unterstützen und alles dafür tun, dass der Junge auch dann, sagen wir mal, die Möglichkeiten hat, seinen Spaß und seine Freude auszuleben. Aber sie sollten nicht zu ehrgeizig sehen und sollten nicht so von sehen, dass er morgen schon eine Bundesliga spielt. Ich glaube, der Spaß und die Freude ist dabei im Vordergrund dabei. Können Sie ein paar Mannschaften nennen, die da antreten? Vielleicht eine hier aus Oldenburg? Ist eine Oldenburger Mannschaft dabei? GVO Oldenburg, dann Bümmerstede aus der Region, Warnbeck. Also es sind alles Mannschaften, die aus der Umfeld kommen. Und ich denke mal, da gibt es auch Germania Leer und also Heidmühle. Und also sind sehr viele Mannschaften aus der Region. Und ich denke mal, das wird eine tolle Aktion sein, weil in dieser Halle, in der EWE Arena, das zum ersten Mal durchgeführt wird. Und ich glaube, es wird auch nicht nur für diese Mannschaften, die da kommen mit ihren Eltern, auch es wird ja auch eine ganze Menge mehr geboten dort in der Halle. Es wird auch für alle Jugendlichen oder Eltern, die auch nicht daran teilnehmen können, gerne kommen, weil es werden Werder-Spieler da sein, es wird Verlosungsaktionen geben. Also es wird wirklich eine tolle, tolle Aktion sein. Von 10 bis 17 Uhr geht das am Sonntag und ich glaube, das ist für alle Beteiligten, ob sie daran teilnehmen oder nicht, eine tolle Angelegenheit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn noch viele, viele dazukommen werden. Das war der erste Teil des Interviews mit Dieter Bodensky. Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Ollis Radioshow. Zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow. Schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Thank you.